Reading Book Channel gegen Nestflo. Reading Book Channel. Absolute Sicherheit. Wir haben uns immer ein Kind gewünscht, ich und dein Vater. Und nun war es vor ein paar Wochen endlich soweit. Du kamst auf die Welt. Du musst wissen, du bist das größte Geschenk, das man uns je hätte machen können. Wir lieben dich über alles. Das weißt du hoffentlich. Neulich habe ich dann diesen Bericht gelesen. Er handelte von Sicherheit im Haushalt. Es wurden Statistiken gezeigt, wie oft Unfälle im eigenen Haus geschahen. Es war erschreckend. Ich wusste ja nicht, wie gefährlich es hier ist, was dir alles hätte passieren können. Deshalb sorgte ich für mehr Sicherheit, damit dir, mein Schatz, nie etwas zustoßen kann. Die Steckdosen habe ich sichern lassen, Lampen stabilisiert, Möbel kindersicher gemacht. Die Küche ist eine Tabuzone für dich, Kleiner. Sie ist einfach zu gefährlich, zu tödlich. Du bist doch noch so klein und zierlich. Deine Haut ist so weich. Es beschlich mich mit der Zeit jedoch das Gefühl, dass du immer noch nicht geschützt genug warst. Also klebte ich die Stühle am Boden fest. Ich schloss alle Türen und Fenster, aber ich war mir sicher, es wäre nicht genug. Du musst doch glücklich sein. Dir darf nichts zustoßen. Deswegen ging ich weitere Vorsichtsmaßnahmen ein. Alle Elektrogeräte warf ich in die Besenkammer. Stifte und andere Stechobjekte habe ich entsorgt. Aber es war immer noch nicht genug. Ich überlegte lange, was ich tun könnte, damit du absolut sicher warst. Dann fiel es mir ein. Ich nahm eine große Truhe. Ja, genau die, in der du jetzt seit 2 Tagen schon liegst. Dort warst du sicher. Am Anfang schriest du noch. Stunden darauf hattest du einen schlimmen Hustanfall. Wir waren kurz davor, dich wieder rauszuholen. Aber dann beruhigtest du dich ja wieder. Jetzt gefällt es dir doch, oder mein Schatz? Du bist schon so lange so schön ruhig. Und wir können uns sicher sein, dass du absolut geschützt bist. Dir kann nun nichts mehr passieren. Naja, wie dem auch sei. Gute Nacht, mein Schatz. Ich liebe dich. Träum was Schönes. Willst du noch, dass ich dir was vorsinge? Ja? Okay, aber nur ein Lied. Lalelu. Nestflo. Wir haben uns immer ein Kind gewünscht, ich und deine Mutter. Und nun war es vor ein paar Wochen endlich soweit. Du kamst auf die Welt. Du musst wissen, du bist das größte Geschenk, das man uns je hätte machen können. Wir lieben dich über alles, das weißt du hoffentlich. Neulich habe ich dann diesen Bericht gelesen. Er handelte von Sicherheit im Haushalt. Es wurden Statistiken gezeigt, wie oft Unfälle im eigenen Haus geschahen. Es war erschreckend. Ich wusste ja nicht, wie gefährlich es hier ist, was dir alles hätte passieren können. Deshalb sorgte ich für mehr Sicherheit, damit dir, mein Schatz, nie etwas zustoßen kann. Die Steckdosen habe ich sichern lassen, Lampen stabilisiert, Möbel kindersicher gemacht. Die Küche ist eine Tabuzone für dich, Kleiner. Sie ist einfach zu gefährlich, zu tödlich. Du bist doch noch so klein und zierlich. Deine Haut ist so weich. Es beschlich mich mit der Zeit jedoch das Gefühl, dass du immer noch nicht geschützt genug warst. Also klebte ich die Stühle am Boden fest. Ich schloss alle Türen und Fenster, aber ich war mir sicher, es wäre nicht genug. Du musst doch glücklich sein. Dir darf nichts zustoßen. Deswegen ging ich weitere Vorsichtsmaßnahmen ein. Alle Elektrogeräte warf ich in die Besenkammer, Stifte und andere Stechobjekte habe ich entsorgt. Aber es war immer noch nicht genug. Ich überlegte lange, was ich tun könnte, damit du absolut sicher warst. Dann fiel es mir ein. Ich nahm eine große Truhe. Ja, genau die, in der du jetzt seit 2 Tagen schon liegst. Dort warst du sicher. Am Anfang schriest du noch. Stunden darauf hattest du einen schlimmen Hustenanfall. Wir waren kurz davor, dich wieder rauszuholen. Aber dann beruhigtest du dich ja wieder. Jetzt gefällt es dir doch, oder mein Schatz? Du bist schon so lange, so schön ruhig und wir können uns sicher sein, dass du absolut geschützt bist. Dir kann nun nichts mehr passieren. Naja, wie dem auch sei.
Gute Nacht, mein Schatz. Ich liebe dich. Träum was Schönes. Willst du noch, dass ich dir was vorsinge? Ja? Okay. Aber nur ein Lied. La, le, lu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Wer war eurer Meinung nach besser? Nur Kommentare mit mindestens einer Begründung werden gewertet.